Hallo bei Mixi TV. Heute will ich euch eine von meinen Fotoboxer zeigen. Also Fotobox oder auch Fotobooth genannt. Das sind so Boxer, wo man so bei Hochzeiten, Geburtstage irgendwo hinstellt und die Leute dann so selber tolle Fotos von sich machen können. Und ich habe schon mehrere von den Boxen gebaut und heute zeige ich euch mal eins von meinen schönsten Exemplare. So sieht das Teil aus. Die Box selber ist eine ganz normale Standard-Alu-Kiste. Und am Boden habe ich ein Loch reingemacht und einen Touchscreen reingebaut. Oben ist eine Öffnung und da sieht man auch schon das Objektiv von meinem DSL Canon Foto. Unten ist ein Lautsprecherstativ. Es ist auch da mit vier Schrauben nach innen durchgeschraubt. Sonst sieht man da dann nicht viel. Ach, da oben habe ich noch so eine Schiene. Da kann man Blitzlicht hinmachen, je nach Beleuchtungswunsch und Umgebung, wo man die Box aufbaut. Dann drehen wir mal die Box rum. Hier kann man natürlich das Schloss klar machen. Für den Transport brauche ich das eigentlich nicht, aber das war halt so bei Hochzeiten so, dass die Leute nicht auf die Idee kommen, die Box zu öffnen und da was zu verändern. Machen wir mal auf. So, da gibt es ganz viel zu sehen. Natürlich die Kamera. Die ist mit einem Schnellverschluss auf einem Bosch-Profil montiert. Und hier sieht man auch die Rückseite vom Monitor. Die ist auch auf das Bosch-Profil montiert und das Bosch-Profil klemmt einfach gegen die Wand. Dann habe ich da noch mehr drin. Zum einen eine Tastatur, so Funktastatur. Die habe ich mit Klett an der Wand dran. Die brauche ich nur, wenn ich irgendwelche Einstellungen machen will. Dann habe ich immer ein paar USB-Sticks dabei. Und Ersatz-Speicherkarte, ich mache auch mal auf Zeit. Ein Router, WLAN-Router. Den kann man dafür brauchen, dass ich habe das so geschaltet, dass wenn die Leute ihre Bilder anschauen, dann ist im Bild unten ein QR-Code und dann können sie einfach mit dem Handy den QR-Code scannen und das Bild aufs Handy sich rüber kopieren. Auf die sehr einfache Möglichkeit, dass jeder das Bild mitnehmen kann und selber versenden kann. Dann braucht man da nicht unbedingt einen Drucker zum Ausdrucken mehr heutzutage, wenn die Leute es eh lieber am Handy verwenden und die Leute müssen nicht irgendwie Facebook-Account oder irgendwas, Instagram, eintippen, WhatsApp auf dem Touchscreen, um es zu verschicken. Das könnte man da auch machen mit dem System, aber das war halt, habe ich angenehmer gefunden. Machen wir das mal raus. Es ist im Moment nicht angeschlossen richtig mehr. Ja, doch mit Strom. Dann habe ich ein Stromkabel. Da habe ich auch einen Durchbruch gemacht. Auf die Art kann ich die Box dann wieder zumache und sie ist mit Strom versorgt. Da habe ich innen drin auch noch mal meine Daten reingemacht, dass wenn es Streiterei gibt, wem die Box gehört, das machen wir auch mal weg. Das Herzstück ist ein Raspberry Pi. Da kann man an ab Raspberry Pi 3 kann man nehmen. Das ist jetzt ein Vierer und die neue Fünfer kann man auch nehmen.
Ein Gehäuse braucht man natürlich dazu noch. Dann braucht man für den Raspberry natürlich Strom. Der Foto braucht auch Strom, da nehme ich keinen Akku, sondern da gibt es so extra so einen Stromanschluss, wo man statt dem Akku reinsteckt, dass der immer gut Strom hat. Und der WLAN-Router hat natürlich auch Strom, deswegen sieht man hier drei Anschlüsse. Das ist eigentlich schon die ganze Elektronik, wo man braucht. Und ist eigentlich relativ schnell gebaut. Ich versuche nochmal alles zu zeigen, wie ich es gelöst habe. Dass man das, wenn man das nachbauen will, dass man das einfach nachbauen kann. Und als Grundkonstruktion habe ich auch nochmal dickes Holz reingemacht. Und da gehen auch die Schrauben durch. Von unten von der Halterung. Und das ist ja, weil das durchgeschraubt ist und mit Bosch-Profil verbunden, ist auch das Bosch-Profil komplett fit. Fest. Nicht fit, fest natürlich. Okay. So, jetzt kommen wir zur Software. Die findet man auf github.com/photobusproject. Wenn man da ein bisschen runterfahrt, also da oben hat sie Software, klar. Aber wenn man da runterfahrt, erfahrt man dann alles, wie das funktioniert. Ist in der Zwischenzeit Version 4. Und das beruht auf Entwicklung vom André Rinas. Vielen Dank an der André. Und der hat es für seinen eigenen Anlass mal programmiert, hat es zu Open Source gemacht und ist dann weiterentwickelt worden. Wie gesagt, aktuell in der Version 4. Das ist so eine Art Grundoberfläche. Die kann man aber natürlich frei verändern, wenn man das Ganze einschaltet. Dann kann man per Touchscreen oder per Maus oder auf Handy, Tablet, gibt es ganz viele Möglichkeiten, je nachdem, wie man es einrichtet, kann man dann wählen, soll ein Bild gemacht werden und soll dann ein Countdown kommen, so 5, 4, 3, 2, 1, Bild. Oder will man eine Collage, wo dann die Bilder zusammengesetzt wäre schön. Oder will man in der Galerie schauen, welche Bilder wurden bis jetzt gemacht. Und da gibt es ganz viele Funktionen, wo man ganz einfach und beliebig leicht abändern kann, je nachdem, für was man das aufbaut. Also gebaut, Hochzeiten, Geburtstage und so, dass die Leute selber alles programmieren können. Hier steht auch auf welche Hardware man das machen kann, also Raspberry 3, 4, 5 oder auch auf ältere einfache PCs. Und hier sind Links, mit welchen DSLR-Kameras oder Webcams das funktioniert. Also hauptsächlich im Bereich Canon sind sehr viele, wo geht, aber Nikon ist glaube ich auch gut dabei, noch ein paar andere Firmen. Dann steht dabei, welche Softwareversionen man braucht und was das Programm alles kann. Also es ist richtig, richtig viel. Da kann ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Und da gibt es auch dann Links auf verschiedene Seiten. Gehen wir mal hier drauf. Da ist zum Beispiel auf Deutsch eine Anleitung, wie man mit dem Raspberry Pi für DSLR, also für so Kamera, Hochzeits-Fotobooks erstellen kann. Das ist von 2016 noch, also richtig der Anfangszeit in dem Bereich. Und also für den offenen Bereich, das ist jeder bauen kann, der Anfangsbereich. Fotobooks hat es vorher schon gegeben, ja klar. Und
ist richtig viel erklärt, wie man das Stück für Stück aufbaut und auch hier das Zusammenspiel. Ein Raspberry Pi steuert den Foto, löst den Foto aus, bekommt die Bilder und kann dann über ein WLAN-Router die Bilder verteilen, entweder an die Gäste, wo sich dann über QR-Code einloggen, oder an ein Tablet, wo das Ganze steuert und wo man dann auch die Vorschau sieht und die Bilder und alles. Ihr habt jetzt allerdings mit einem Touchscreen gelöst, aber geht ganz einfach alles anzuschließen. Da ist genau erklärt, wie man das macht. Und das sind auch die typischen Bilder. Also das Ursprungsbild früher war so, da steht ein Fotobus, Webinterface. Das war der Programmierer, wo es diese Software erfunden hat. Aber die ganze Oberfläche kann man komplett verändern. Andere Bild, Hintergrundbild, anderer Text. Da ist dann da, wo man drauf drücken muss, das Foto gemacht wird. Und was ich ganz toll finde, dass man wirklich, wenn man da eingeloggt ist in der Software, wählen kann. Gibt es einen Drucker? Ja, nein. Welcher Drucker gibt es? Wählt man aus, ist angeschlossen. Sollen die Fotos per QR-Code abrufbar sein? Ja, nein. Sollen die Leute Bilder löschen können? Ja, nein. Und so gibt es ganz viele Möglichkeiten. Soll zum Beispiel für die Hochzeit, wo man ist, die Bilder immer vier Bilder nacheinander gemacht werden und die zusammen dann schön arrangiert auf der Postkarte. Ganz automatisch, wo drauf steht, zur Hochzeit von A und B. Oder sollen die Leute auswählen können, welche Postkarte Art sie haben wollen. Oder gibt es einfach nur normale Bilder? Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das kann ich jetzt so gar nicht alles so zeigen. Aber da sei da auf jeden Fall richtig. So, das war die Fotobox, wo ich euch halt heute gezeigt habe. Wie gesagt, ihr habt noch andere hergestellt. Und vielleicht zeige ich euch noch andere von der Fotoboxe. Aber ihr habt die immer richtig cool gefunden. Und die ist echt stabil. Und durch Touchscreen war das immer total easy zu bedienen. Was ein bisschen schwierig war, war, dass ich da normale DSLR-Kamera genommen habe und je nach Abstand die immer erstmal fest eingestellt habe, fixiert habe. Also die ganze Automatik ist gut über die abschaltet und einmal die Belichtung und Entfernung alles manuell klassisch einstellt, dann können die Leute eigentlich gar nichts mehr falsch machen. So, das war's. Denkt dran, wenn ihr kein Video verpassen wollt, macht ein Abo. Und wenn ihr da auch bei Abo nochmal draufklickt, könnt ihr auch auswählen, ob ihr informiert werden wollt, wenn ein neuer Film rauskommt. Ciao, euer Mixi.